Guten Morgen, meine lieben Filzfussel. Ich bin's, euer Fussel. Ja, ich habe ja bei dieser Challenge mitgemacht von der lieben Christine. Die hatte mir eine Goodiebox geschenkt. Und ich habe mich gestern gleich rangesetzt und habe gewerkelt. Lecker. Ich habe schon genascht. Tue ich mal hier beiseite. Und dann möchte ich euch gerne zeigen, was ich gewerkelt habe. Und zwar ist es ein, wie soll es anders sein, Chunky Chum geworden. Den habe ich gestern Abend noch gemacht. Gestern habe ich das Paket bekommen von der lieben Christine und dann habe ich gedacht, Mensch, setze ich gleich ran. Und das ist bei rausgekommen. Ihr seht, ich lege ihn mal so hin. Also ihr könnt schon sehen, ich habe hier viele Sachen benutzt, wie zum Beispiel diese Brille oder diese Charms. Ich hoffe, das heißt so, Charms. Hier sind ganz viele verschiedene dran, alles Metallelemente, ein kleines Herz als Schlüsselloch. Und hier ist so ein wunderbarer Schlüssel. Und hier habe ich diese Metallelemente außer die Brille. Die habe ich alle hier unten als letztes praktisch rangebamselt. Hier so ein kleiner Schmetterling. Und der ist auch nicht so schwer. Ich habe die Stifte von der lieben Christine benutzt, um die Pärchen aufzufädeln, weil ich habe ja keine Stifte. Und da ja die Christine mir so die Stifte mitgeschickt hat und das gut zu diesem, ich komme jetzt nicht aufs Wort, passt, zu diesem Metall passt, habe ich mir gedacht, Mensch, das passt ja gut und habe das eben so gemacht. Ja, also die Stifte habe ich benutzt, die Metallelemente habe ich benutzt und die Perlen sind von mir. So, das wäre mein Chunky Charm. Und dann habe ich was nachgebastelt von der lieben Christine, weil mir wirklich nichts anderes eingefallen ist. Und ich finde, das ist ganz, ganz süß geworden. Das kommt jetzt zu euch gefahren. Ein kleines Fahrrad aus Draht. Da habe ich diesen Knopf von der lieben Christine benutzt, diesen hier. Den fand ich richtig schön. Und dann habe ich mir einen passenden bei mir rausgesucht. Das ist der. Und hier vorne habe ich eine kleine Lampe ran gemacht. Am Fahrrad muss ja auch eine Lampe. Ja. Und hier eben diesen kleinen Sitz. Und da das Fahrrad nicht so alleine ist. Nee, ich habe nicht ganz viele gemacht. Das habt ihr euch wohl so gedacht. Ja? Nee, aber. Und jetzt fährt sie los. Ja, da habe ich hier diese kleine, ihr kennt ja die kleine Pippi. Und da habe ich dann von der Christine diesen Knopf hier benutzt, weil ich den richtig schön finde. Und habe den oben so als Krönchen oder als Heiligenschein, wie man auch immer nennen will. Und habe dann praktisch auch die Schleife von der lieben Christine benutzt. Und ich finde das eine ganz süße Idee mit dem Fahrrad und dann diese kleine Puppi da drauf. Finde ich richtig nice. Ja. Ja. Und das sind meine drei Sachen, die ich verbastelt habe. Also einmal den Knopf von der Christine, diesen Knopf. Die ganzen Metallelemente und die Stifte, die Perlenstifte. Und hier habe ich auch den Knopf und eben ja, die Schleife benutzt. So, ich hoffe, ich habe die Challenge bestanden. Und sag euch Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Filzfussel.